Wir sind bei der ESC dieses Mal, also bei der Europäischen Meisterschaft, das einzige Team, was mit einem neuen Auto antritt. Also das ist für uns quasi, für den Photon, ein sehr, sehr guter Probelauf, um den perfekt für ein Rennen zu beherrschen. Und die Daten können wir dann nutzen für Marokko. Alle wichtigen Komponenten, der Inverter, die Solarzellen, der Motor, quasi alles, was das Fahrzeug voranbringt, ist eben Elektrotechnik. Und da braucht man ein gutes Werkzeug, sonst baut man kein gutes Auto. Man weiß es erstmal gar nicht, mit was man sich rumschlagen muss, bis man dann mal gutes Werkzeug in der Hand hat und feststellt, ach, eigentlich ist das gar nicht so schwer, was man macht. Die Ausrüstung war halt kacke. Für mich muss ein Werkzeug funktionieren. Und ich muss ehrlich sagen, die Erfahrung habe ich mit Knibbels gemacht, dass egal welches Werkzeug man nimmt, ja, es macht einfach seinen Job. Ich weiß, die Elektrotechnik hat, glaube ich, den Kniepex-Koffer. Es macht nur Spaß zu arbeiten mit gutem Werkzeug und ich sag mal, das ist dann wird auf jeden Fall gegeben. Ich sollte mich darum kümmern, den Wagen so dicht wie möglich zu bekommen, dass halt von unten, wo die Reifen gelenkt werden, keine Luft eindringt. Und sollte mich dann eben darum kümmern, so Schaumstoffe zurechtzuschneiden. Und es war recht mühselig. Und dann habe ich von dir das Kniepex-Messer bekommen und es war im ersten Augenblick so, das geht? Das war schon eine wirklich, wirklich sensationelle Erfahrung. Die Cuttermesser sind viel stabiler, die haben oben noch so eine Führung. Die kannst du auch, wenn du mal tiefere Schnitte machen willst, weiter ausfahren, kannst die Führung mitschieben und kannst quasi schneiden, ohne dass dir das Ding in 1000 Teile zerbricht. Ja, und das sind also die Kleinigkeiten, die es dann besser machen. Wir sind ja mit zwei Autos hier und das Ziel ist natürlich grundlegend eigentlich möglichst gut zu fahren, möglichst gut zu performen. Wir haben über 100 Runden geschafft mit einem quasi gerade fertiggestellten Auto, darauf sind wir sehr stolz. Das ist bei Prototypenbau, bei dem auch mal was schief geht und deswegen konnten wir das hier jetzt als Test nutzen und wir haben das auch so gesehen, 24-Stunden-Rennen verlangt nach einem Auto sehr viel ab. Wir haben es immer gesagt, wir fahren mit einem Auto hier richtig kompetitiv. Mit dem Auto wollten wir gucken, wie weit kommen wir. Aber vor allem, das ist ja designt und entworfen für das Rennen in Marokko. Dementsprechend war das hier für uns ein super Test.